Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge von Spotlight. Da hinter mir auf dem Catwalk wird schon mal fleissig gelaufen und geübt für das erste Zermatt Fashion Weekend. Was man sonst vor allem aus Mailand oder New York kennt, gibt es jetzt erstmal im beschaulichen Walliser Bergdorf. Was Topmodel Laura Zurbrücken damit zu tun hat und wie es da hinter mir abgeht, wenn die Sonne hinter dem Matterhorn untergegangen ist, das zeigen wir euch jetzt. Das Mattertal bebt. Nicht etwa, weil Schnee gesprengt wird, sondern vielmehr, weil sich die Hackenschuhe auf dem Catwalk des ersten Zermatt Fashion Weekend die Ehre geben. In 5 Minuten geht's los mit dem Zermatt Fashion Weekend und bei mir sitzt jetzt Laura Zurbrücken. Laura, was machst du genau heute Abend? Ich moderiere die Show und unterhalte die Leute und ich repräsentiere ein bisschen mein Heimatdorf. Ist das ein Heimspiel, oder? Ein extremes, ja. Trotzdem ein bisschen nervös oder alles easy? Also ich muss sagen, vor den Leuten, die man kennt, ist man immer mehr nervös, als wenn man niemanden kennt. Was erwarten die Leute da jetzt hinter uns, wenn es losgeht? Die Leute erwarten jetzt eine spektakuläre Show. Und es muss einfach alles super sein und gut gehen, weil dann können wir es alle Jahre wiederholen. Warum braucht Zermatt eine Fashion-Show? Was hat es mit dem auf sich? Ich finde einfach, dass es hier noch etwas fehlt. Es gibt viele Leute, die hier das lieben und Fashion. Und es gibt auch viele Geschäfte, die so viel Potenzial haben. Und ich finde, das sollte man einfach unterstützen. Und Zermatt wird immer mehr gehypt, überall. Und ich finde, das sollte einfach mehr hier. Es sollte modischer werden. Darum. Super, vielen Dank, Laura. Ich lade dich jetzt springen. Und jetzt geht's los mit der Zermatt Fashion Weekend. Über ganze 3 Tage streckt sich das Zermatt Fashion Weekend und präsentiert dabei im Herzen des 6000-Seelendorfes vor dem legendären Zermatter Hof die heißesten Outfits für kalte Tage. Ich begrüße Eve und ich wünsche Eve einen wunderschönen Abend. Wir freuen uns auf eine spektakuläre Show hier in Zermatt. Knapp 20 Brands präsentieren am Zermatt Fashion Weekend ihre Neuheiten. Dass trotz sommerlichen Temperaturen und Schneemangel Hunderte den Weg an den wohl höchsten Catwalk der Schweiz gefunden haben, spricht für Organisator Marc Ruh. Ich stehe hier hoch über der Modenschau und bei mir ist jetzt der Marc Ruh. Marc Ruh ist der Chef von dieser ganzen Modenschau, der Organisator. Warum braucht es eine Modenschau in Zermatt? Ich glaube, Zermatt bietet das euch gut an. Wir haben extrem viele Boutiquen in Zermatt, gute Shops und auch das Klientel, das das sicherlich interessant macht, das Ganze. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, um hier eine Modenschau zu organisieren? Das war schon etwas länger im Kopf. Viel am Reisen, man sieht viel und auch viele Modenschauen gesehen. Und ich habe gedacht, hier oben etwas Spezielles zu machen. Einmalige Kulisse, das ist sicherlich etwas, was es euch bringt und was Sinn macht. Die Modenschau ist gerade hinter uns in vollem Gang. Wie bist du zufrieden? Sehr, absolut. Ich meine, es ist die erste Ausgabe. Könnte nicht besser sein, muss ich ehrlich sagen. Also es wird nicht die letzte Modenschau sein, die wir hier in Zermatt sehen? Definitiv nicht. Also das nächste Jahr, 16. bis 18. Dezember. Super, same Mark. Time, same place. Super, danke vielmals. Du bist ein viel beschäftigter Mann. Ich wollte dich wieder springen lassen. Und damit gehen wir wieder zurück an die Modenschau. Das Zermatt Fashion Weekend präsentiert aber nicht nur Mode für kalte Tage. Auch Jungdesigner erhalten die Möglichkeit, ihre Kreationen einem breiten Publikum vorzustellen. So auch der 21-jährige Wesley Petermann aus Schaffhausen. Der gebürtige Brasilianer setzt auf Mode, die, wie er, auffällt. Wir sind jetzt direkt beim Laufsteg und bei mir steht Wesley. Wesley ist einer der Designer, der hier seine Kleider präsentiert. Wesley, bist du zufrieden mit dem, was jetzt gelaufen ist? Es ist super, es ist ein ganz geiles Event und ich bin sehr zufrieden. Was präsentierst du heute? Ich präsentiere meine Kollektion Entourage von Weasley und ich hoffe, dass es den Leuten gefällt. Was ist Spezielle an deiner Kollektion? Beschreib mal ein bisschen. Meine Kollektion ist sehr avantgardistisch ausgefallen. Es ist ein bisschen zu viel von allem und es ist wirklich für Leute, die sich gerne inszenieren, so wie ich. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für unsere Models, bitte! Bei mir steht jetzt einer der Stars von dem Abend, DJ Antoine. DJ Antoine, wie hat dir gefallen, was du da gesehen hast? Ich super, meine Füße sind auch alt und mein Jackett hat mir warm gegeben. Aber ich hatte Spass, lässige Modenschau. Schön an dich mit der Aussicht aufs Matterhorn, hier gerade am Place to be von Zermatt.
Und es ist, gibt nichts Schöneres, wenn man kann ein bisschen draußen sein kann und Mode genießen, Musik dazu, ein Glas Champagner und einfach eine lässige Gesellschaft. Und es ist heute gesehen und es hat sich gelohnt, schon mal da zu sein. Nachher gibt es noch eine Big Party. Du bist ja bekannt für deine stylische Mode. Ist da genug fancy, was da geboten wird? Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben mich vorher schon gefragt, ob es zu ordinary war. Ich habe gesagt, nein, es war nicht ordinary. Es war stylische Mode, lässige Outfits. Also, es hat Spass gemacht und es ist für jedermann was dabei gewesen. Und let's rock it! Und entsprechend dem Motto des erfolgreichsten Schweizer DJs endet das Zermatt Fashion Weekend dort, wo jede gute Veranstaltung ihr Ende nimmt. Nämlich auf dem Tanzparkett. Wir verlosen 2 Gutscheine à 120 Franken für die Baraka Zermatt in Kloten. Ob Fondue im Winter oder feine Leckereien im Sommer. Wer die Facebook-Gruppe von Spotlight liked, nimmt automatisch an der Verlosung teil. In diesem Sinne viel Glück und den Glücklichen N'Gürtu. Die letzte Modenschau ist vorbei, da auf dem Catwalk ist wieder Ruhe gekehrt und der DJ Anton ist unterwegs zu seinen Turntables. Ja, und wir gehen jetzt noch ein bisschen krachen lassen. Das war von Spotlight für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.